Heute gibt es bei mir einen Klassiker der österreichischen Küche und zwar mache ich Topfenknödel. Dazu gibt es eine rote Grütze, woraufhin mein Sohn natürlich sofort die Nase gerümpft hat und gesagt hat, was ist das, klingt urgrauslich. Dann hat er es gekostet und dann hat er gemeint, warum ich es nicht einfach dicke Bärensoße nenne, geht natürlich auch. Also das gibt es heute bei mir und ich mache das Ganze, weil das ist wirklich meant to be, tutto completo im Cooking Chef, das ist sehr praktisch. Zuerst mixen wir einmal den Teig zusammen für die Topfenmasse, weil der muss ein bisschen rasten. Und während der rastet im Kühlschrank, ca. 30 Minuten, machen wir unsere rote Grütze. Gut, los geht's. Also hier habe ich meine Rührschüssel, kommt dann mal hinein. 500 Gramm Topfen, 100 Gramm Semmelwürfel, 50 Gramm Grieß, Weizengrieß. Dann habe ich hier 30 Gramm Zucker, schon ein bisschen Vanillezucker dabei, circa eine halbe Packung. Dann nehmen wir eine Prise Salz, zwei Eier, dann nehmen wir eine Bio-Zitrone und nehmen die Schale von einer halben. Das macht wirklich viel aus mit der rohen Zitronenschale. Ich finde, das braucht es absolut. Dann habe ich hier ein bisschen zerlassene Butter. Die Mengen findet ihr wie immer in der Printversion am Blog. Das reicht auch, wenn es weiche Butter ist, aber ich war natürlich mal wieder zu spät dran und habe sie einfach zerschmolzen. Okay, das Einzige, was mir noch fehlt, ist der Saft von einer halben Zitrone. Dann ist unser Teig schon komplett und wird gemixt. Müsst ihr schon einig werden. Und aus, das kommt jetzt dann schon in meinen Cooking Chef hinein. Mit dem Flexi-Rührelement, das hat hier eben weiche Kanten. Das heißt, es kommt ganz nach unten zum Ende des Topfs und nichts bleibt übrig. Kurz aufschlagen lassen bei maximaler Geschwindigkeit und unser Teig ist schon fertig. Das nehmen wir auch noch mit. Und der kommt jetzt in den Kühlschrank zum Rasten. Und in der Zwischenzeit machen wir ganz geschwind unsere rote Grütze. Rote Grütze ist sehr einfach. Alles, was wir dafür brauchen, seht ihr hier vorne. Gemischte Beeren, bei mir sind das heute Erdbeeren und Heidelbeeren, 100 Milliliter Weißwein, 200 Milliliter Fruchtsaft, das ist jetzt ein Maracuja-Saft, den hatte ich jetzt einfach offen von den Kindern. Man kann aber genauso gut Traubensaft nehmen oder Apfelsaft, was man möchte. Zwei gehäufte Esslöffel Stärkemehl, Schale und Saft von einer halben Zitrone und ein bisschen geriebene Vanille. Man kann natürlich auch eine Vanilleschote nehmen, da habe ich jetzt einfach keine zu Hause. Und die auskratzen und auch die Schale noch dazugeben und das einfach mitkochen lassen. Wir nehmen als erstes den Wein. Die Hälfte vom Fruchtsaft, die Zitronenschale, so jetzt lassen wir das hier bei 100 Grad kurz aufkochen. Ich habe in der Zwischenzeit die Beeren zweigeteilt, weil wir geben die Hälfte der Beeren jetzt schon hinein. Das wird dann eher zu einem Mousse verkocht und die andere Hälfte der Beeren habe ich ganz gerne ein bisschen grober, damit man auch was zum Beißen hat. In dem Fall schneide ich die Erdbeeren ein bisschen kleiner. Das sind so mittelgroße Früchte, die durchvierteln. Jetzt aufgekocht, jetzt gebe ich das Flexi-Rührelement hinein. Und dieser ersten Teil der Früchte. Wir machen wieder die 100 Grad, Rührstufe 1 und zwar 5 Minuten wollen wir haben. In der Zwischenzeit, wenn man eine frische Vanilleschote verwendet, kann man das jetzt auskratzen und schon dazugeben. Wir geben jetzt einfach unsere geriebene Vanille dazu. Und wir werden jetzt den restlichen Fruchtsaft mit diesen zwei Esslöffel Stärkemehl verrühren. Das kommt dann auch noch dazu.
Das macht das Ganze eben so ein bisschen zu einer dicklichen Soße. Eine Grütze eben. Wir haben noch 2 Minuten 49. Schauen wir mal. Ja, die Früchte sind schon super vermoost. Ja. Jetzt tun wir langsam unsere Mischung dazu. Das Geräusch kommt nur daher, weil ich das Flexi-Rührgerät so eingestellt habe, dass es wirklich ganz unten am Boden rührt. Und dadurch quietscht es mal ein bisschen. Jetzt kommt das Stärkemehl dazu mit dem restlichen Fruchtsaft. Das hat jetzt die perfekte Konsistenz. Diese 1 Minute 30 lassen wir es noch weiter kochen. Und dann werden wir die Temperatur ganz reduzieren, die restlichen Früchte dazugeben und noch 1 Minute einfach rühren lassen. Fertig. Rote Grütze, check. So gut und so einfach und man kann das wirklich mit den Früchten machen, die man gerne mag. Ribiseln kann man auch machen, alles was Saison hat. Ihr seht, es hat jetzt schon ein bisschen eine festere Konsistenz durch das Stärkemehl eben, so eine dickere Sauce, aber das dickt noch ein, während das jetzt auskühlt. Aber das ist eigentlich ein perfektes Timing, weil bis das ausgekühlt ist oder zumindest ein bisschen temperiert ist, lauwarm kann sie ruhig sein, machen wir unsere Topfenknödel fertig, weil in der Zwischenzeit hat der Teig genug gerastet. Also, was wir jetzt machen ist, wir werden die Topfenknödel im Cooking Chef dämpfen. Das heißt, ich gebe jetzt hier in diese Schüssel ca. 15 cm hoch Wasser hinein. Ich setze das schon mal ein. Und dann stellen wir es ein auf 100 Grad und 25 Minuten. Das da ist der Dampfeinsatz vom Cooking Chef. Den kann man ganz einfach so zusammenbauen. Es sind 2 von diesen Hebeln drin, mit denen man es dann ganz leicht rausnehmen kann. Jetzt hat es geklickt und das werde ich jetzt noch ein bisschen einölen, weil da setzen wir jetzt gleich unsere Knödel drauf. So, einen Esslöffel, wichtig, nasse Hände, die Masse ist perfekt fest geworden. Ich habe es nicht gern so groß, ich mache so mittelgroße Knödel, genau, das ist irgendwie so die Größe, die ich gern habe, aber das kann jeder wirklich so machen, wie er es gerne hat. Jetzt setzen wir hier einfach unsere Knödel hinein. Kann man mehr oder weniger fallen lassen, weil es rastet eh von selbst ein. Der Timer rennt. Und ich kann theoretisch noch einen Kaffee trinken. So, wir zerlassen die Butter. Jetzt geben wir hier hinein unsere Brösel. De facto sehen wir so gut wie fertig. Wir müssen nur noch die durchgaren, das dauert jetzt noch ca. 10 Minuten. Und dann werden sie da gewälzt und die sind fertig. So, und jetzt schwenken wir das nur noch durch. Nämlich genau so. Und wir sind fertig. Topfenknödel mit roter Grütze. Keine Hexerei, heute aus dem Cooking Chef, ein österreichischer Klassiker, extrem einfach. Danke fürs Zuschauen. Jetzt gehe ich.